herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Ramadan Teil 3. Und ich glaube, das wird euer Favorite Teil, weil wir und unsere Friends fasten dieses Wochenende alle zusammen. Also morgen, gerade 22 Uhr irgendwas und wir fahren zu Yassi. Ich frage mich, warum ich tanze, ne? Leute, Duli hat heute so eine krasse Nachricht bekommen, erzähl es. Wir haben uns so gefreut. Duli hat im Zug geschrien. Wir sind heute ja nach Köln gekommen. Duli hat seine letzte Prüfung bestanden und ist jetzt Ingenieur. Also er muss noch seine Bachelorarbeit abgeben, aber das ist Pipifax. Er hat's geschafft, Leute. Leute, ich schwöre euch, ich lese so auf WhatsApp, Prüfung ist draußen. Ich nehme mein Handy raus, ich schwöre es mir genauso, ich nehme es raus und ich bin am Zittern so vor Angst, dass ich die Prüfung nicht bestanden habe. Da steht einfach bestanden mit dem Zug. Ich so, Sarah, ich habe bestanden. Das war so und krass. Ich schwöre es euch, Leute, es war so emotional. Habe ich seiner Mama erzählt, war so fast am Weinen, weil Leute, Duli hat voll den krassen Werdegang hinter sich. Und er kann sehr stolz auf sich sein, dass er das geschafft hat. Ihr könnt alle gerne Glückwunsch schreiben. Hätte ich kein Problem damit. I don't know what... Boah, man sieht richtig, dass ich auf der Sonnenbank war. Guckt euch meinen Sohn an. Bist du aggressiv, wenn du nicht isst? Wenn ich nichts esse und nicht trinke, dann weiß ich nicht, was ich machen werde, sag ich euch ehrlich. Kannst ja heimlich essen, so dass keiner was sieht. Ja, ne, gute Idee. Freust du dich? Mhm. Was glaubst du, wie es für dich ablaufen wird? Ich werde mich übertrieben abfangen. Ich glaube, so bis 16, 17 Uhr geht's. Aber danach wird's Katastrophe. Danach wird's so schlimm. Was mit Fabio? Du machst das gar nicht, ne? Nein, der ist doch... Der hat Corona. Gut, besser. Julia. Leute, ich bin so müde. Es ist 2 Uhr und ich glaube, wir machen heute das erste Mal gar keinen Sound. Bin gespannt, was die anderen so machen. Bald geht's los. Es ist jetzt 3.46 Uhr. Ja, Leute, morgen geht's los. Jetzt nochmal trinken. Dann sehen wir uns morgen in alter Frische. Ja. Good morning in the morning, my friends, my dear friends. Auf deinen Seiten? Ja, so richtig wach bin ich jetzt noch nicht irgendwie. Ich bin so am Verdursten. Ich komme nicht klar. Mein Hals ist so trocken und ich will einfach nur trinken. Ich bin eben aufgewacht, eingeschlafen. Jedes Mal am Verdursten gewesen. What's popping, guys? Leute, ich muss jetzt Sachen mitnehmen und ins Restaurant von Sarahs Eltern bringen. Sarah schafft das nicht, deswegen mache ich das schnell, weil ich schon ready bin. Ich gehe schnell mit Ryan dahin. Deswegen würde ich sagen, wir sehen uns. Bis gleich. So, es ist jetzt, wie viel Uhr haben wir? 15 Uhr. 3 Uhr und wir haben das erste Mal das Haus verlassen. Ich sag mal so, fürs erste Mal fasten sind wir, glaube ich, ganz gut dabei. Ja, es dauert ja auch noch eine gewisse Zeit. Das Gute ist, dass wir so lange geschlafen haben, so ging der halbe Tag schneller um. Viele sind am Grillen aktuell, man riecht überall ganzes Grillfleisch, Nachbarn haben auch schon gegrillt. Das ist schon ekelhaft, ne? Aber wir freuen uns aufs Essen. Ja, 100%. Seid ihr fit? Seid ihr fit? Habt ihr Durst, da? Ja. Ist das so richtig krass, also schlimm? Schon. Ist das alles, Bruder? Ja. Respekt, dass sie mitmacht, Fall, ne? Respekt an jeden Einzelnen, der fastet. Wenn ihr aufgestanden seid, da war es am schlimmsten, heute Morgen, oder? Ich schwöre es euch, ich war am Verdursten. Ich muss jeden Morgen trinken, ich war am Sterben. So, wenn du aufstehst, bist auch der, wenn der aufsteht, du trinkst direkt erstmal? Direkt. Vor allem, weil ich schnarche, Bruder, und dann vertrocknet mein Hals richtig. So, weil ich ganze Zeit so, So, ehrlich, du dachtest, du stirbst, ne? Ich habe die ganze Zeit im Halbschlaf gedacht, ey, hoffentlich trinke ich jetzt nichts, so im Halbschlaf. Kennst du aber, wenn du Vor allem nicht gut bist, bist du ja gar nicht gewöhnt und so. Upsi, hast du den getrunken? Auf jeden Fall an jeden, der sagt, ach, Fasten ist gar nicht so schlimm, bla bla bla, macht nicht auf dicke Eier. Ich schwöre, das ist Katastrophe. Respekt an jeden, jeder Einzelne, der das macht und durchzieht mit einem Glauben, mit Herz, hat wirklich meinen Respekt verdient. Was sagst du? Ich sehe es ganz genau so. Voila. Wirklich einen Monat das zu machen, das ist krass. Ende. Habt ihr immer noch Durst? Du ja, nicht? Unnormal. Du siehst richtig unnormal hübsch aus. Danke. Wie viel hast du der Tabu wollen? Wie weit seid ihr? Soll ich fertig? Ja, okay, dann kommen wir dahin. Weißt du, wo das ist? Okay, wir haben uns entschieden, Leute. Wir gehen Golf spielen, Minigolf. Die Zeit zu überbrücken, weil die Mäuse richtig Hunger haben. Ja, aber ist doch schön, was unternehmen. Aber Ablenkung tut gut jetzt. Ich habe schlechte Laune, aber ich will euch das nicht angucken. Freust du dich?
Worauf? Du fährst es nicht mit heute, ne? Ich hab grad Mc's gegessen. Hast du gehört? Der sagt grad, ich hab Mc's gegessen. Deswegen habe ich noch kein Bargeld dabei. Ja, schmoll in der Hölle, was soll ich denn sagen? Wir warten jetzt auf Yassi. Wer denkst du, wird heute der Beste sein? Ich glaub du. Du haftest für mich. Eltern haften für ihre Kinder. Harte, komm. Scheiling, geh mal du auch rüber. Muss aber auch wieder. Daddy! Du musst andere Seite, Dummi. Guck dir den an. Ein Pony! Ein Pony! Boah, wie die kacken, Alter. Soll ich mal normal? Flach! Oh, das war mach eine Scheiße. Okay, hör aufs Arme ziehen. Du bist so ein Asozialer. Hallo. Oh, jetzt ist auf. Ich bin jetzt offiziell Ingenieur. Oh, oh. Ich zwei Schläge, komm. Oh. Ja. Guck. Sieger. Mach Papa glücklich. Affarin, oh. Oh. Ja. Wenn der jetzt nicht reinkriegt. Krass. Wie geht's dir? Wow. Gut. Also ich find's überhaupt nicht schlimm. Ich hab nicht mal Sour gemacht. Echt? Ja. Hast du auch nicht getrunken? Nee. Was? Hast du keinen Durst? Nee. Keinen Hunger? Nee. Gar nicht? Nee. Das geht voll klar, hast du gerannt. Ey, worauf hat die Bock? Was willst du denn essen? Ich schwöre, ich würde alles essen. Gibt's nichts, lass was du nicht essen. Ich bin italienisch. Ja, lass du dein italienisches Restaurant, ich schwöre. Ja. Gar keinen Bock auf dieses Hin und Her, bla bla bla. Nur keinen Nerv für diese. Wir sind seit 4 Stunden am Diskutieren, wo und ob wir überhaupt essen gehen sollen. Nein, das sieht schon mal falsch aus, aber ja. Nein? Ja. Ja. Nein, zählt das? Oh mein Gott, geht's dir gut? Oh mein Gott, yes. Das ist der 6. Acht! Currywurst essen. Schwein? Hast du wirklich auch gesagt, ich würde eine Currywurst essen? Heute rein geht's mir so gut. Mir geht's mir gerade gar nicht gut. Wieso? Ich hab Kopfschmerzen. Und ich hab Durst. Ja. Aber. Junge, man, it's popping, guys. Gang, gang, gang. Ich hab nur noch Kopfschmerzen, das ist das Schlimmste gerade. Shalinabla, wie geht's? Durstig? Bei mir ist alles gut, danke. Hier? Leute, wir sind jetzt beim Italiener und alle Mäuse haben Hunger und schlechte Laune. Ich denke, das war das letzte Mal, dass alle mitgefasst haben, aber... Ich bin der Uhr und ich bin auch dabei. 20:11, in 17 Minuten essen wir. Hunger und Durst geht. Ich schwöre, das geht. Bei mir sind die Kopfschmerzen extrem schlimm. Ich habe unnormal die Kopfschmerzen. Ich komme darauf gar nicht klar. War wirklich bis jetzt hierhin geschafft, stark. Wirklich. Den ganzen Tag nichts zu essen, nichts zu trinken, nicht zu beleidigen, das ist für mich auch sehr schwer. Einfach solche Sachen, so, das ist echt hammerhart. Also in 6 Minuten, 4 Minuten, das ist soweit. Ja. Oh mein Gott. Amen. Krass, ne? Gut. Und wie war's? War's lecker? Ciao. Ciao. Ich bin tot. Was? Als krönender Abschluss heute. So Leute, wir haben gerade Schluss gesagt, da hinten sind die Mäuse. Und. Aus! Und jetzt geht's nach Hause. Da, weil wir. Oh! Was ist das? Duli! Ist was? Okay. Das hat weh getan. Au! 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 Au!
Wir sind jetzt zu Hause. Morgen wird auch ein cooler Tag. Ich freue mich auch voll auf morgen, auf die Kirmes. Sehen wir uns morgen. Guten, schönen, guten, guten, schönen, schönen Morgen, guten. Heute Dudi sagt einfach guten Morgen. Wir haben den ganzen Tag zu Hause gechillt. Es ist schon 19 Uhr, ist gleich Iftar. Hast du nicht gerade gesagt guten Morgen? Ja, habe ich. Ich bin auf die Kirmes und deswegen nehme ich zur Sicherheit eine fette Jacke mit. Ein Auto-Check bitte einmal. Warte, ich muss fokussieren, warte. Jetzt. Sehr cooles Outfit. Ich, heute eine 10 von 10, wirklich. Ich finde es classy. Spaß. Ganz was findest du es classy? Ein classy girl. Von wem seinem Rad hast du die geholt? Boah, gebt euch mal diese Air Max 95s, man. You know what I'm saying? Erstmal dachte ich mir, wo Dolly meinte, kauf sie nicht so, what the fuck, nein. Und dann hat er gesagt, stell sie dir mal mit so einem geilen Jogginganzug vor. Das sind die weißesten Schuhe, die es gibt. Und dann hast du so richtig weiße Schuhe. Und dann habe ich sie bestellt. Die sind schön. Dann habe ich sie bestellt. Und gute Entscheidung? Und dann habe ich sie bestellt. Leute, wir haben gerade einen Parkplatz endlich gefunden nach 20 Minuten. Und ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt. Aber da hinten ist schon die Kirmes. Dolly hat schon mal vorher gesagt, er wird auf nichts drauf gehen, weil er die ganze Zeit Videos auf TikTok sieht, wie Leute da abstürzen. Ich werde nur essen und rumlaufen. Um boah, das die Sonne ist gerade so krass. Worauf ich richtig Bock habe, ist Autoscooter. Autoscooter? Mhm. Leute, heute wird es ja wild, Alter. Oh, Schuss, ich meine, Alter. Hörst du dich? Auf die wilde Maus? Naja. Wir haben, es ist schon längst aufgegangen. Ich hab Kopfschmerzen jetzt. Leute, es steht überall 50 Leute an einem Ding dran. Also wir kriegen gerade nichts zu essen. Ich drehe gerade. Ich schwör's dir, es ist sehr, sehr kompliziert hier. Leute. Wir haben einfach immer noch nicht aufgemacht, wir haben immer noch nichts gegessen. Wart mal kurz. Sarah, wart doch, Mann. Ich hab Hunger. Feiern und so haben uns jetzt Sandwiches von einem Laden hier in der Nähe geholt. Das macht das einfach lauwarm. Bruder, eklig. Schon getrunken. Leute, das ist Spezi, ne? Kein Bier, damit du Bescheid wisst. Lass dich schmecken. Lass dich schmecken, Dudi. Dudi, lass dich schmecken. Ich hab zwei Hähnchen. Lass euch allen schmecken, Jungs. Und Mädels. Sogar Leute, fast annehmen. Danke, mein Bruder. Bist du satt, mein Engel? Ja. Ja? Jetzt will ich was Süßes. Wir versuchen wieder auf die Kirmes zu gehen, auch wenn es eben voll schlimm und voll war. Ich hoffe mal, dass es jetzt viel chilliger ist. Zweiter und letzter Versuch. Was hast du gesagt? Ich will einen neuen Teddy. Gewinn für mich einen Teddy. Ich will einen neuen Teddy haben. Oh, ich will aufs Riesenrad. You want to go to Riesenrad, man? Yes, man. What's, what, so what's, what's in English? In English, please. Riesenrad in English, please. Big ride. Big ride. Big ride. Big wheel. Boah, wie in Paris, ne? Mal schön kotzen. Erstmal schön kotzen auf dem Riesenrad. Hey, wie geht's dir, Mann? Hey, Josh. Hey, das darf gar nicht so sein. Hey, das ist doch so krass, Mann. Hey, ja, geil. Leute, das ist der einzige Grund, wieso ich auf die Kirmes wollte. Was? Das haben wir. Oh mein Gott, guck mal die Churros an. Wow. Boah, das sieht so juicy aus. Schmeckt's? Okay, Leute, es hat gerade alles zugemacht. Deswegen gehen wir jetzt woanders hin und setzen uns irgendwo auf eine Terrasse oder so. Es ist zum zweiten Mal passiert. Zum zweiten Mal innerhalb zwei Monaten. Sarah ist einfach schon wieder in Scheiße getreten. Toni meinte noch so, das war von dem Sussis. Ich riech's. Ich hab selber Hunde. Lieber ein Mensch. Immer die Scheiße von euren Hunden weg. Ich schwör's euch. Ryan, versuch's nochmal. Warte, jeder muss einfach machen, komm. Okay, jetzt ist Jassi. Mein Gesicht! Jassi, ja. Warum rennst du? Kann ich mal. Was? Demo? Was ist passiert? Ist er hingefallen? Ich will aus dem Körper knallen. Entscheide, ob das gut aussieht. Okay, es sieht gut aus. Mit ihrer Freundin. Hey, Kleiner! Tschö! Ciao, Friends. Bis Demo, du kannst auch Tschüss sagen, wenn du willst. Also, ich trau mich nicht, aber ich sag mal Tschüss. Ciao!